So, hallo, wir machen weiter. Bei Hyrule Warriors mit der lustigen Krogsuche. Die Frage ist, wo suchen wir weiter? Ich würde jetzt gerne mal Mifas Training noch. Ah, nee, Quatsch. Ich möchte erstmal die Mission machen. So, ich wollte das machen. Ich wollte erstmal mit einer neuen Mission reinstarten. Ja. Vorher verkaufen wir vielleicht schnell mal ein paar Waffen. Die Frage ist: Ist hier Verkaufen schneller? Also kriege ich hier mehr für meinen. Oder kann ich nur hier Waffen verkaufen? Ich weiß es gerade gar nicht. Weg. 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 Ist mir jetzt wurscht. Vielleicht kann man was Besseres draus machen. Es ist mir jetzt wurscht. Es ist mir jetzt so wurscht. So, einfach weg. Ja, komm. Ist kaum der Rede wert, aber wenn wir 4.500 Rubine zusammen haben, ich werde jetzt mal versuchen, kein Geld zwischendurch auszugeben, dann können wir uns zur Quelle begeben. Da gibt es für 4.500, schalte ich eine Quelle frei. Eine Feenquelle. Das sollten wir vielleicht auch erstmal machen, bevor wir weiter Geld ausgeben. Hätte ich nicht so viel Geld ausgegeben, hätte ich ja längst 4.500 zusammen. Ich habe das gar nicht gesehen. So, jetzt laufe ich wieder mit dem Viech durch die Gegend. Hey, juhu, Super Mario, yay, cool, bester Ladebildschirm ever. Ich weiß einfach nicht, was ich davon halten soll, ne? Oh wow, der kann auch richtig schnell. Hui, ich muss doppelt drücken, dann macht er richtig schnell. Zack. Okay. So, das schnelle Reichtum. Die Varrocks wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. Ja, moin. Dann räumen wir die doch mal schnell weg, würde ich sagen. Nein, das ist ja nicht beim Ansatz vergleichbar mit den Kämpfen in Breath of the Wild, na, die sind ja wirklich angenehm. Na, nicht getroffen. Kann ich da nicht drauf, wenn der sich hinlegt? Naja, egal. Aua! Jetzt! Das wollte ich tun. Gut. Reicht das schon? Ja, das reicht schon. Wenn er die Animation macht, reicht das schon. Sehr nice. Sehr nice. Okay, das war er. Heißt es deswegen der schnelle Reichtum, weil mir das halt richtig viel Steine gibt, so ein Viech zu besiegen? Das würde Sinn ergeben. Stimmt, ich kann ja die ganzen Steine mal verkaufen, die ich habe. Dann hätten wir ja auch die 4.500 zusammen. Ich glaube, das mache ich gleich mal. Ich bin jetzt zu neugierig, was es mit der Fee auf sich hat. Ich werde das Geld einfach verkaufen. Muss ich lang? Hier geht's auch nicht weiter. Wo muss ich lang? Hier geht's auch nicht weiter. Ach, muss ich das mit Zelda machen? Ich übernehme, Link. Ach so. Aber Zelda ist jetzt nicht gerade so stark unterwegs, ne? Oder kann ich hier das Gitter aufmachen? Nee. Oh nee, jetzt muss ich mit Zelda den Ivarok bekämpfen. Gerade sage ich noch, es ist jetzt so schön einfach. Pustekuchen.
das jetzt blöd. Na gut. Na gut, sollten wir hinkriegen trotzdem. So, das riesige Problem wird es jetzt auch nicht sein. Aber ich gucke kurz, ob ich vielleicht das Gitter trotzdem für Link aufmachen kann. Hier wäre das andere Gitter. Sieht aber nicht so aus, dass das irgendwie aufgeht. Mäh, na gut. Na gut. Dann ist das so. Jo. Und hiermit? Hinfort! Ja, das war gar nicht so verkehrt mit der Bombe, ne? Hey! Ja. Durchhalten! Hey! Oh, mir geht es gut! Ja? Oh. Ja. Entwischt! Nice! Oh, das war ein kurzer Attackenhagel, aber. Aua, wow, wow, aua. Jo, ich bin. Wo bin ich denn? Jetzt. Drauf, 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 drauf. Oh, die hat so einen kurzen Attackenhagel. Warum? Ich muss halt echt warten. So komme ich nicht ran. Ich muss es mit Bomben machen. Und hiermit? Hinfort! Ja, die Bombe macht es ganz gut. Hey. Na, greif das Ding doch an! Hey, ich versuche es. Alter, Zelda. Jetzt. Mein Gott. Hinfort. Oh Gott, das hat ja kaum was abgezogen. Okay, dann machen wir es so. Nee, so meine ich. Jo, das ist viel zu kurz. Aua. Okay, jetzt drauf. Gott, es ist mit Zelda zu bekämpfen ja furchtbar. Und nun? Und hiermit? Das Effektivste war echt. Ah, mein Gott, die Bombe. Ruhig bleiben. Alter. Jetzt Bombe. Jetzt endlich mal hier. Drauf! 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 Weiter! Nein, es reicht nicht! Erwisch ihn doch nochmal! Ach komm schon, ey! Nee, dir geht's überhaupt nicht gut! Jetzt! Und hier drauf jetzt! Oh mein Gott, ey! Es reicht einfach immer noch nicht! Jo, jetzt hat die einfach einen Wagen! Wo kam der denn her? Ich versuche es. Ja, okay, alles klar, cooler Wagen. Nice. Ja, Bombe. Ja, drauf. Drauf. Hey, hier ist es damit. Drauf. Du sollst draufsteigen. Ha, hey, von mir. Ich schaffe das. Stell uns gelandet. Yes, oh mein Gott. Oh, das war überhaupt nicht schnell. Kann ja nicht wissen, dass ich mit ihr kämpfen muss. Eieiei. Okay. Stachelbockstock. Ja. Ah ja. Ja, und deswegen heißt es der schnelle Reichtum, weil man halt sowas hier bekommt. Schon verstanden.
So, jetzt gehen wir mal schnell verkaufen. Und zwar da, wo... Ach, hier kann ich ja nur Waffen verkaufen. da, wo gerade Rubine oder Diamanten am besten verkauft werden können. Jo. Was verkauft der gerade am besten? Ah, irgendwelche Viecher. Sehe ich irgendwie auf der Übersicht schon, welcher Laden gerade am besten verkauft? Ne, das sind ja Missionen. Sehe ich da irgendwo, was gerade am besten verkauft wird? Ne, also muss ich es durchgehen und dann raus... Ich meine, die Glitzerwelt, die hat selber solche Steine. Was sag? Aber die Glitzerwelt hat gerade gar keinen Stern. Wie viel würde normal ein Diamant geben? Gucken wir mal so. 500. Hätte ich 5 Stück. Okay. So. Ich will mal jetzt schauen, ob ich irgendwo eins finde, wo gerade Diamanten im Angebot sind. Muss ich jetzt wirklich alle durchgehen, ja? Und damit ich weiß, wo ich war, muss ich das mir jetzt natürlich auch nicht... Also muss ich das hier Stück für Stück durchgehen. Okay, das ist Färben, das ist irrelevant. So, dann gehen wir... Okay, das Ding heißt zwar Farbwelt, aber hier gibt es einen Laden. Da ist auch gerade kein Stern. Oh. Dann die Findlinggrube. Ja. Da ist auch gerade kein Stern. Boah. Dann Chest Door. Da ist auch gerade kein Stern. Bin ich dumm? Ah. Ist nur der eine mit Stern gerade gewesen? Einfach als. Und es war Zufall, dass ich einen mit Stern erwischt habe? Der hat auch keinen Stern. Oh. Ich komme mir schon wieder dumm vor. Hi. Welcher war denn der gerade mit dem Stern, dass ich das nochmal sehen kann? Das gibt's doch nicht. Ah, vielleicht sind es Händler und nicht solche... Ah, das kann sein, dass die Ställe sowas sind. Die Ställe haben immer so einen Stern. Ah ja, der hat jetzt nämlich einen Stern bei den Viechern. Das war der, okay. Vielleicht sind es nur die... Okay, vielleicht sind es nur die Händler, bei denen das geht. Weil die ja auch... Guck mal, ich habe nur 2 Händler bisher. Stall am See und Stall des Waldes. Ja, okay, und die hat da hinten den Stern. Ist egal. Dann verkaufen wir jetzt halt einfach mal 3 Diamanten. Ich hoffe, ich brauche die nicht für irgendwelche Missionen unbedingt. So. Ja. Und dann noch irgendwas, was... Ja, komm, einen davon. Dann haben wir 4500 zusammen. Und jetzt können wir zur Quelle gehen. Ich will wissen, was die Feenquelle ist. Die ist da oben wo irgendwo gewesen. Ne, hier nicht. Wo wurde die angezeigt? Hä, wo wurde die angezeigt? Da bin ich dumm. Da! Prüfung der großen Feen wird verfügbar. Prima! Gut gemacht! Hä? Ich habe jetzt 9000 Rubine. Ich habe einfach das Doppelte zurückbekommen. Ich habe das Doppelte zurückbekommen und Missionen. What? Große Feen, heißer Sand. Zeitlimit. Große Feen, Tiefschnee. Yo, ich bin...
Langsam bin ich komplett verwirrt. Was ist denn das? Okay. Okay, das ist ja sick. Große Feenmissionen. Sind die jetzt extra? Also sind die jetzt nochmal extra als... Oder einfach nur bei empfohlener Level jetzt mit dabei? Ah ja, die sind jetzt hier mit dabei. Okay. Große Feengrasland. Es ist ja faszinierend. Es ist ja faszinierend. Und ich habe jetzt 9000 Rubine? Jo! Yo! Ja, eigentlich wäre das doch jetzt ein guter Moment, um alle mal wieder hochzuleveln. Oder? Wie viel kostet es einmal hochleveln komplett? Ah, oh, scheiße. Mit einem einzigen ist schon die Hälfte des Geldes weg. Ah, vielleicht leveln wir sie doch nicht auf die Art und Weise hoch. Aber 40 und 45 macht halt schon den Unterschied von... Yo! Von 2000. Ich meine, 40 ist ja auch schon nicht verkehrt, ne? Es muss ja nicht gleich 45 sein. Vielleicht auch nur die Charaktere, die ich nutzen will. Weiß nicht. Oh. Gott, ist das ein Hin und Her mit mir, ne? Okay, aber gut zu wissen, wie das funktioniert hat mit der Fee gerade. Da hat die mir einfach mal 5000 zurückgegeben. Okay. Gut, dann. Komm, wir schauen uns jetzt mal so eine große Feenmission an. Ob die schwierig sind. Wir schauen uns jetzt einfach mal eine an. Weil wir es können. Ja. Hui, 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 hui. Tschum. Njoing. Njoing. Also, ich verstehe es nicht. Warum? Warum, ey? Warum? Danke. So, da waren keine Cops, ne? Das kann ich einfach durchrennen. Sammle die Rubine. Ich muss 600 Rubine sammeln. Oh. Ach so, besiege die Offiziere und halte Rubine. Okay, ich dachte, ich muss jetzt in den Sachen suchen. Ich muss einfach nur die Offiziere besiegen, dann kriege ich Geld. Das klingt doch vernünftig. Bei der Mission dann immer so viel Geld. Also kriege ich dann schon immer 600 Rubine allein schon bei der Mission selbst? Und fürs Abschließen auch nochmal? Oder? Wir werden sehen. Weil das Witzige ist, wir fangen an mit der Mission der schnelle Reichtum. Und der Reichtum kommt auf eine ganz andere Art und Weise. Kriege ich jetzt Geld? Oh ja, 50, okay. Ja, nice. So, laden wir mal unser A auf, dass es ein bisschen schneller geht bei den nächsten Kollegen. Okay. So. Der verabschiedet sich auch. In die Richtung geht's weiter. Die Musik, Alter. Oh, blauer Moblin. Okay. Das
gereicht? Nein. Wollte ich nicht, aber ist egal. Kann man auch machen. Ja, das ist auch so down. Weiter im Programm. Weitere Jäger wurden gesichtet. Jawohl, mehr Geld. Oh, zack. Prima. Da ist der nächste Kollege. Hä, hey, war da nicht gerade Jägeroffizier? Hat er sich geportet? Ach, guck mal. Lol, die Stimme. Was war das denn? Das klang anders weird. Wow. Das klang anders, echt komisch. Okay, so. Tschüss. Und zu der nächsten Runde. Ach, guck mal, ein Ivarok. Na klar. Na klar, gar kein Problem. Ich wollte eigentlich noch ausweichen, aber dann halt nicht. Na komm. Kann ich drauf? Jawohl. Geh halt! Nein, es hat wieder nicht gereicht. Ach, komm schon. Wir hatten es doch fast. Okay, dann eben so. Und tschüss. Nice. Weitere Jäger wurden gesichtet. Und zwar alle hier. Oh ja, tatsächlich alle hier. Hier steigt die Party. Kommt, Guys, hier ist die Party. Dum-dum-dum-dum. Okay, nice. So, wo sind die Offiziere? Da hinten ist einer. Er ist down, bevor es richtig losgeht. So sollte es auch sein. Dann ist da drüben wahrscheinlich noch einer. Ja, da ist er. Mein Freund, komm her. Zack. Du bist auch down, bevor es richtig losgeht. So. Ich bin aber immer noch ganz schön viele Rubine. Oh, Stufe erhöht auch, nice. Aber wenn ich die erledige, kriege ich ja auch noch Geld. Also vielleicht muss ich einfach die restlichen Typen erledigen hier. Guck mal, da drüben ist aber mehr los. Dann gehen wir da hin. Da ist deutlich mehr los. Jawohl, zack. Und dann gehen wir hier noch in die große Menge. Naja, große Menge ist jetzt ja auch nicht mehr. Wenn dann eher da drüben noch, ne? Ja, da ist noch eine ordentliche Menge. Zack. Das reicht aber auch nicht. Also wieder zurück. Muss ich alle besiegen?
Oder fast alle. Aber das Problem ist halt, die Mission dauert wieder sehr lange. Also so, um jetzt Geld zu farmen, ist jetzt trotzdem nicht gut, weil sie halt lange dauert. Jetzt haben wir's. Oh, ist noch gar nicht vorbei, die Mission. Begib dich zum Ziel. Ach, jetzt muss ich wieder dahin. Großartig. Aber die Fee will das Geld jetzt haben, oder was? Das ist mein Geld. Ich habe die gesammelt. Ach, guck mal, da ist die jetzt aufgetaucht. Ich habe gar nicht gesehen. Wie komme ich da hin? Hat die mir das Geld wieder abgenommen gerade? Leih ich euch meine Kraft, doch zuerst beweist mir die eure. Muss ich jetzt noch kämpfen oder was? Aber muss gegen die Feen kämpfen. Muss gegen Terra kämpfen. Okay, alles klar. Seid ihr bereit? Nee. Darauf war ich nicht vorbereitet, meine Liebe. Aua. So, hier, bitteschön. Oh, weia. Ja, alles klar. Aua. Alter. So. Und tschüss. Das war's. Okay, Terra. Ciao. War nett mit dir, I guess. Okay, gibt's 700. Wir bekommen ein Langschwert. Das ist aber jetzt nur von dem Ding gewesen. Okay. Feen haben wir bekommen. Und Geld. Noch mehr Geld. Scheinbar. Okay, das war interessant. Also solche Feenmissionen sind dann immer mit Feenkampf am Schluss. Okay. Gut. Ich wollte die Mifas Trainingsdings machen. Wo ist denn das? Ah, finde ich es jetzt von selber wieder nicht. Mifas Training muss doch in ihrem Gebiet gewesen sein, oder? Und wir haben es ja schon abgeschlossen. Es muss eins von den Dingern hier sein. Ich meine, ich kann es über die Dings suchen, ich weiß. Da ist es, okay. Und da gibt es einen Krog. Und den holen wir uns jetzt. Die Stufe 32. Ja, das hatte hier gepasst. Da gibt es einen Krog. Den suchen wir jetzt noch. Diesen einen Krog. Das kann nicht wahr sein. Ich muss also aufpassen, dass ich die Mission nicht abschließe, bevor ich den Krog nicht gefunden habe. Ich kann aber, glaube ich, nicht sofort loslegen. Ich glaube, am Anfang bin ich eingesperrt. Kann das sein? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, ich bin eingesperrt am Anfang. Aber wir werden es gleich sehen.
Nee, bin ich eingesperrt. Hat sich erledigt. Okay, ist der vielleicht gleich hier oben? Guck mal, hier kann ich hinlaufen. Hier sieht alles ein bisschen secret aus. Hier ist er schon mal nicht. Hier oben komme ich gar nicht hin. Da drüben könnte ich auch noch rein. Ja. Ja. Nein. Ah, oh, die Musik. Aber man muss sie einfach lieben, ne? Okay, aber die Map ist jetzt ja nicht so groß, ne? Also es ist ja... Man sieht ja genau, wo man hin kann. Ah, wait. Nee, okay, da war ich, da war ich. Das habe ich beides jetzt abgefrühstückt. Okay. Ja, das ist ja schön für den Moblin. Wir gehen jetzt erstmal die Brücke hier vor. Ich glaube, auf der Brücke... Ah, hat sich erledigt. Nice. Gut. Dann einmal ganz schnell durch die Mission durch. Ah, die geht ja auf Zeit. Ja, moin. Schon wieder komplett vergessen. Da will ich mal hoffen, dass das jetzt noch hier alles zeitlich hinhaut, aber sollte es eigentlich. Ja, Stufe erhöht, jawohl. Los geht's. Hier wird ordentlich jetzt reingehauen. Weil hier sieht man halt vor lauter... Ne? Bei ihr leckt immer alles, weil so viele Wassereffekte hier sind. Die ganzen Partikeleffekte. Das ist richtig crazy. Das ist richtig crazy. So sieht's aus. Ich auch. Bam. Einfach alles weggemetzelt. Also das ist definitiv eines der besten Lieder in dem Soundtrack. Nice. Und das war's. Easy. Yay! So. Sehr schön. Gut. Haben wir die ganz schnell noch mitgenommen, den Krogsamen hier? Ich glaube, den anderen Krogsamen in der anderen Einzelmission findet man jetzt auch noch ganz fix. Wenn es nur einer ist, ich glaube, das ist nicht so schlimm. Lass mich hier nochmal durchgehen. Wo der war. Da, da haben wir den jetzt. Und es war, glaube ich, nur ein weiterer. Müsste ich ja auf die Schnelle finden. Nee, da war er nicht. Da! Über die Hebraberge. Auch mit Mifa. Let's go. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern, aber... Kann ja dann nicht so schwer gewesen sein, wenn wir es schon geschafft haben. Ui! Ich bin ein Roboter, der laufen und springen kann. Hui.
I don't get it. Warum? 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 Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Ui. So, ach, das ist eine Zeitmission gewesen. Das ist ja schon mal kacke. Zeitmission ist schon mal ganz besonders kacke. Aber ich ahne, wo der Grog ist. Wenn ich mir die Map so angucke, gibt es eigentlich eine ziemlich gute Stelle für den Grog. Ich hätte das Schloss machen sollen, ne? Das hat die andere angezeigt. Ist egal. Ja. So. Adios, my friend. Okay. So. Ich auch. Ich guck trotzdem ganz kurz einmal hier ein bisschen genauer hin. Aber ich denke mal, die ist in dem Gang nach hinten. In dem unteren Gang nach hinten. Das würde Sinn ergeben, leider. Das würde leider Sinn ergeben. Weil ich kann mich nicht erinnern, dass ich da hin musste. Ja, okay, okay. Nehmen wir den, ist auch gut. Soll mir recht sein. Dann muss ich nicht dahin. Aber wofür ist dann der Weg überhaupt da? Weil den mussten wir nie gehen. Ist der dann einfach so noch offen, weil er halt offen ist? Oder ist hier noch eine Truhe oder sowas versteckt? Ja. Okay. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht genug Zeit, nicht zu viel Zeit verschwendet. Aber so schwer war das, glaube ich, nicht da jetzt noch den Rest da oben zu machen. Ich glaube, das sollte hinzukriegen sein. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man die Mission nicht schafft. Ob es dann den Krog zählt oder nicht. Ich weiß es gar nicht. Hä, ich friere langsam ein? Was? Was ist denn dein Problem? Ist es einfach nur, die Zeit wird langsam knapp? Frierst langsam ein, erzählen sie mir. Hallo, was ist jetzt los? So, alle weg hier. Der Pyromagus interessiert mich nicht. Die Bohne, einfach hier hoch. Und da ist noch der zum Besiegen dann, ne? Genau, da wieder der Endkampf. War da nicht ein Leune dann? Ah, ja. I remember. Na gut, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit für den Leunen. Kriegen wir hin. Die Zeit sollte ausreichen dafür. Ich wollte eigentlich die Wasserfontäne nutzen, aber das hat irgendwie nicht hingehauen. Mensch. Ach komm. Das wollte ich vorhin machen. Aua. Hey, muss ich jetzt nicht? Wieso hat er jetzt sich angezeigt? Jetzt muss ich das doch auch machen, wenn er rennt. Aber egal. Wir haben ihn gleich. Ah ja.
glaube, ich sollte mal den hier machen. Nice. Sehr schön. Über die Hälfte unten. Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich noch ausweichen, aber gut. Sehr schön. Nice. Einmal noch, dann ist er down. Er liegt praktisch schon am Boden. Sag ich ja. Oh, der kriegt seinen richtigen Finish. Nice. Richtiger Finish-Move. Sehr gut. Yay. Und wir haben den Krog mitgenommen. Was wollen wir mehr? Und Mifa steigt um ein Level. Was wollen wir mehr? Sehr schön. So, sonst war, glaube ich, keine Mission mit Krog, oder? Ich gehe es kurz nochmal durch. Kann jetzt ja bei über die Hebraberge ansetzen. Alle anderen habe ich ja gerade gesehen. Vorher war keine Mission. Das war hier über die Hebraberge. Da. Und ab jetzt muss ich gucken. Kein Krog. Ah, hier war einer, aber das haben wir noch gar nicht gemacht. Also das machen wir automatisch dann mit der Zeit. Das machen wir auch noch automatisch mit der Zeit. Ah, da war überall kein Krog mehr. Da sowieso nicht. Okay, perfekt. Sehr schön. Das heißt, in den Nebenmissionen finden wir jetzt nur noch Krogs, die wir sowieso dann sozusagen ja sehen, wenn wir die Mission machen wollen. Gut. Dann, was willst du mir erzählen? Was wollt ihr denn jetzt von mir? Ich weiß schon, dass da was ist, aber ich will da jetzt nicht hin. Dann würde ich sagen, nächstes Mal. Ich überlege nur gerade. 15 Minuten. Wir suchen den jetzt schnell, der uns fehlt. Also wer jetzt sagt, ich möchte nicht weiter gucken, weil der sucht nur noch den letzten Krog hier, kann jetzt ausschalten. Und für alle anderen suche ich jetzt noch den letzten Krog hier. So. Weil ich es kann. Okay. Wenn es nicht so ewig laden würde, was ist das für eine Ladezeit? Oh, Hyrule Warriors, please. Mach nicht diesen. Dankeschön. Also ich würde vermuten... Huch, jetzt bin ich Mifa, ist das ja auch okay. Ich würde vermuten, es ist irgendwo hier in der Mitte von... Also hier auf dem Feld irgendwo. Da würde ich den sehen, den Krog. Bin ich ganz ehrlich, irgendwo hier auf dem Feld würde ich noch einen Krog sehen. Weiß nicht, wo genau, aber irgendwo hier auf dem Feld.
Aber wenn dann halt eher bei irgendwas, was zumindest ein bisschen nach Action, also nach ja, zumindest ein bisschen nach irgendwie was aussieht, ne? Gut. Guck mal, bei der Mauer war ich auch noch gar nicht, oder? Ja, die Mauer, da kenne ich noch gar nicht. Da könnte was sein. Schade. Aber mitten auf dem Feld kann ich mir halt irgendwie nicht vorstellen. Also mitten auf dem Feld wäre irgendwie echt dumm. Und fies und blöd. Irgendwo halt bei irgendeiner Sache, weiß nicht. Das Dumme ist halt, wenn es jetzt nicht auf dem Feld ist und ich hier umsonst auf dem Feld alles umgucke. Aber das würde passen. Hier auf dem Feld würde passen, weil da habe ich halt bisher noch nichts gefunden. Und ich würde zumindest einen Krog hier auf dieses Feld setzen. Zumindest einen. Bisher war keiner auf dem Feld. Deswegen, ich laufe jetzt mal so ein bisschen die Wege hier ab. Guck mal, ob irgendwas wie ein Krog aussieht. Und ja, natürlich laufe ich damit auch dann indirekt alte Sachen ab, die ich schon mal hatte, weil ich es halt nicht mehr genau weiß, wo ich schon war und wo nicht, ne? Aber so ist es halt. Auch nicht. Na, sowas wäre halt, also so ein Ort hier wäre halt prädestiniert für einen Krog. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier war ich schon. Okay. Da war soweit nix. Hoffe ich. Weiß halt nicht. So die Stelle hier bleibt halt insgesamt verdächtig. So dieser ganze Abschnitt hier in der Mitte. Da ist gerade so viel los. Da sehe ich überhaupt nichts. Nee. Ich glaube nicht, dass hier was ist. Okay. Gucken wir uns mal oben im Wald weiter um. Was heißt Wald? Aber da wo... Oh, warte mal. Hier ist auch noch so ein Teichding. Aber da sehe ich auch nichts. Hier waren wir auch schon mal. Da kommt jetzt wieder die Mauer, ne? Okay. Dann habe ich doch jetzt hier soweit... Ah, guck mal, bei der Mauer war ich mal... Bin ich da mal außenrum? Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall mal außenrum. Da oben waren wir überall schon. Das hatten wir alles schon mal gesehen. Ich denke, dann kann ich jetzt wirklich davon ausgehen, dass dieser Teil krogfrei ist.
So die rechte Hälfte vom Schlachtfeld. Oder? Ich hoffe. Hier noch irgendwo was in der Nähe? Nee, schade. Da hinten aber in der Lücke waren wir ja, da war ja diese Truhe. Ist die Truhe eigentlich jetzt wieder offen? Also kann man die wieder, oder wenn man den Truhe einmal gefunden hat, ist die dann weg? Oh, okay. Truhen, die man einmal findet, sind weg. Na, ich hoffe, die zählen nicht zu 100%. Das wäre ziemlich dumm. Okay, hier ist nochmal ganz viel Wald. Aber hier so ein Krog in die Mitte setzen, ich weiß nicht, das fände ich ganz komisch. Das ist halt so, das kann halt überall sein. Überall und nirgends. Aber hier habe ich ja auch schon mit Link alles abgeguckt, ne? Ich meine, das haben wir alles gesehen. Und auch so, dass wir gesagt haben, da ist nichts. Dann ist hier in der Mitte, denke ich, nichts. Okay. Aber jetzt hier noch so einen Abschnitt. Da waren wir auch noch nicht so richtig drin. Da scheint auch nichts zu sein. Scheiße. Ah, ich habe gehofft, hier auf dem Feld ist irgendwo was. Und wenn hier was ist, dass ich es finde. Aber dem war nicht so. Und da hinten war der erste, ne? Also. Da hinten war der erste. Ich guck mal kurz, ob der nochmal da ist. Oder wie die das machen, wenn... Ich denke mal, wenn so eine Blume eingesammelt ist, dann wird die einfach nicht mehr angezeigt. Könnte ich mir vorstellen. So. Hier war... Ach, der ist jetzt... Okay, der ist jetzt einfach so als eingesammelt. Okay, alles klar. Gut. Ja. Jetzt bin ich mit meiner Felderkundung halt fast durch. Das ist ein bisschen ungünstig. Hier drüben den Wald habe ich noch... Also den Teil hier mit den Bäumen habe ich noch nicht abgeguckt. Den Teil müssen wir auch mal noch abgucken. Aber sonst bin ich halt so ziemlich durch mit meinem Feld. Und hab nichts gefunden. Was ziemlich ärgerlich ist. Da ist die Axt. Da war ich mit Link vorne auch schon. Ah, es gibt zu viele Möglichkeiten.
hier ist nichts, kann ich mir nicht vorstellen. Naja, jetzt sind wir wieder hier. Scheibenhonig. Ich bin bereit. Mich würde es halt interessieren, ist es ein Krog, den ich recht einfach finde? Oder ist es ein Krog, der doch recht schwierig versteckt ist, sodass ich den nicht unbedingt sehen kann? Also bin ich schon dran vorbeigelaufen oder war ich noch nie dort, wo er ist? So, das ist die Frage. Ich denke mal, notfalls machen wir das einfach mit Dings hier. Weißt du schon. Mit einer Art Guide, der mir dann hilft. Auf der Fläche war auch schon bisher kein Krog. Da hinten an der Wand war einer. Dann recht in der Nähe war der andere. Ha. Hier hätte ich halt auch gedacht, aber da war ja keiner. Ja, blöd. Damit bleibt halt so ziemlich alles übrig. Alles möglich, was ich ablaufen kann. Das ist scheiße. Das ist jetzt richtig scheiße. In dem Dorf kann es auch sein, dass ich da noch nicht gründlich genug war. Entschuldigung. Frosch im Hals. Ich gehe. Okay, tschüss. Ich habe gehofft, ich finde den jetzt. Das haben wir auch alles gemacht. Nee. Jetzt kommt wieder der Turm erstmal. Wieder ganz woanders. Nice. Hallo! Ah, hier in den Gewölben könnte halt auch, weiß ich nicht. Da waren auch so viele Gänge. Ich weiß nicht, ob ich da alle Gänge erwischt habe. Ah, es ist so schwierig, ne? Den hatten wir. Keine Zurückhaltung. Ich muss es tun. Ha. Ich darf nicht fallen. Ich glaube nicht, dass ich den noch von hier aus finde. Wie gesagt, gerade wenn einer fehlt, ich meine, ihr merkt es ja selber. Also, wie soll man sowas noch finden? An der Stelle würde es mich interessieren, wenn ihr die selber sucht, beziehungsweise habt ihr die selber gesucht und habt ihr die selber gefunden? Oder nutzt ihr irgendwie eine Art Guide oder sowas? Alles schon. Ich war da ja auch schon mit Link. Es ist jetzt nichts. Ach, nee. Oh, nee, ist das frustrierend. Es kann halt überall sein. Und die Map ist halt jetzt nicht gerade so aufgebaut, dass ich hier strategisch vorgehen kann und sagen kann, da war ich schon, da war ich schon. Also es ist komplett durcheinander. Ich blicke in dieser Map einfach fast gar nicht durch. Gerade was diese Stadt angeht. Welchen Weg ich da jetzt gelaufen bin, welchen nicht, es sieht alles gleich aus.
sieht alles einfach gleich aus. Ich denke, auch in der Kiste ist er nur dann, wenn er wirklich versteckt war vorher. Fragezeichen. Hier war dieses Ding. Da hatte ich noch gesagt, da könnte was sein, aber da war dann halt nichts, weil da dieses Ding hier war. Aber vielleicht war ich ja auch nicht gründlich genug. Ich weiß es nicht. Ja, möglich ist viel. Vielleicht war ich ja einfach nicht gründlich genug. Kann ich das Ding kaputt machen eigentlich? Ich kann das Ding kaputt machen! Aber das hat mir leider nichts gebracht. Das wäre jetzt cool gewesen, ne? Wenn unter dem Ding dann so ein Ding auftaucht. Also es ist gut zu wissen, dass es geht. Aber nichts, was mir aktiv aktuell hilft. Ah, jetzt bin ich wieder hier, ne? Da unten, ja, da unten war ich schon mal, schon 3000 Mal. Bin ich wieder hier. Das Ding ist halt auch, es ist ja nur, es kann nur an einem einzigen Ort sein. Ich kann ja gerade völlig auf dem Holzweg sein. Das ist ja das Problem. Das ist ja das ganz große Problem. Ich könnte ja völlig auf dem Holzweg sein. Keine Zurückhaltung. Das war vielleicht nicht so klug. Wenn es jetzt halt genau auf der anderen Seite der Map ist, suche ich hier komplett umsonst. Also komplett umsonst. Aber ich weiß es halt nicht. Das ist ja das Schlimme, dass man es halt nicht wissen kann. Ah, das ist schon das Rad. Das ist das, was ich meine. Es ist nicht mal so nah rangezoomt, dass ich irgendwie was erkennen kann, wo ich jetzt war und wo ich nicht war. Es ist voll schlimm. So, jetzt ist hier wieder der Weg. Ich muss jetzt mal versuchen, diese Stadt sinnvoll abzulaufen. Was war das jetzt? Ah, ich habe da einen Baum kaputt gemacht, ne? Okay. Schnell. Also ich gehe jetzt erstmal den kompletten Weg hier unten lang. Bevor ich in diese Zwischengänge reingehe. Weiter den Weg hier. Nee, weiter den Weg hier. Und jetzt bin ich hier am Ende angekommen. Hier bin ich jetzt am Ende von der Stadt angekommen. Raus muss ich nicht. Draußen war ich schon. Ach, leck mich doch. Ausgiebig. Draußen war ich schon ausgiebig genug. Hier können wir mal noch ein bisschen was kaputt machen. Ein bisschen mehr Fläche.
Hier war... War ich hier schon mal so richtig aktiv? Der Brunnen, da sagt mir jetzt spontan nämlich nicht wirklich was. Da ist ein Gang, der hört einfach auf. Schade. Das hätte halt jetzt gut gepasst. Aber ich glaube trotzdem, dass ich hier in dem Abschnitt noch nicht so wirklich mit Link vorhin war. Also hier gucke ich mich jetzt genauer um. Gucke ich mich jetzt viel genauer um. Doch, hier war ich, oder? So sieht es jetzt nämlich schon wieder ein bisschen bekannter aus. Ja, diese Bäume gehen nicht kaputt, okay. Okay. Aber da oben würde ich nochmal kurz nachschauen wollen und hier so ein bisschen am Rand entlang. Hier ist auch nichts weiter. Ja, schade. Das hätte echt gut gepasst. Und das war mir noch nicht so ganz bewusst, dieser Abschnitt hier. Der Abschnitt war mir noch nicht so ganz bewusst. Okay, aber jetzt ist mir der Abschnitt bewusst und hier ist leider kein Krog. Pech gehabt. Schade. Okay, so, jetzt gehen wir... So zurück, dass wir immer in die Gassen reingehen und wieder rausgehen. Hier in der Gasse war ich jetzt noch nicht drin, aber jetzt komme ich hier unten wieder raus und den Teil hier haben wir jetzt ja gesehen. So, das heißt, hier war nichts, hier kann ich wieder raus. Das hier hätte auch eine gute Stelle für den Krog sein können. War es leider nicht. Nächste Gasse. Okay, und hier war ich jetzt ja schon. Wieder raus. Ich denke, in der ganzen Stadt scheint kein einziger Krog zu sein. Nee. Aber jetzt haben wir alles durch. Ja, da waren wir auch mit Link schon. Okay. Okay, dann hake ich die Stadt jetzt hiermit ab. Zumindest diesen Teil der Stadt. Das haben wir jetzt mehr als ausführlich gesehen. Das haben wir jetzt mehr als ausgiebig gesehen. Ha. Schade. Aber machst du halt nix. Da machst du halt einfach nix. So. Da ist auch nix. Nee. Die Kiste, da ist auch kein Krog. Da ist auch nix. Okay. Gut. Aber dann weiß ich für die Zukunft, das haben wir wirklich genug angeguckt. Jetzt dieser Teil hier. Da geht es einmal so außen rum und so ein bisschen hier oben lang. Und man kriegt auf die Schnauze. Da war ich hier. Hier war es so zu Ende. Ne? Da war ich auch. Aber da war halt nichts. Was mich ein bisschen gewundert hatte, aber hier war halt einfach nichts. Oh, die Dinger kann ich auch kaputt machen. Aber die kann ich nicht kaputt machen, oder? Nee. Keine Zurückhaltung. Das ist mir auch nichts. Ich stehe nicht an.
Jetzt bin ich einmal rum, richtig? Ich bin einmal rum, ich habe mir alles angeguckt. Es gibt keine Zwischengänge. Nichts, wo ich sonst hingehen könnte. Nee. Und jetzt kann ich hier zweimal einmal. Ich kann einmal den kleinen Weg hier außen rum gehen. Das ist ein möglicher Weg. Da ist nix. Hier ist jetzt erst Munitionsdings. Müssen wir kurz erledigen hier alle. So. Ich muss es tun. Ich darf nicht verlieren. So, und jetzt kann ich den Weg hier außen nochmal anschauen. Weil das ist der Alternativweg. Aber auch den haben wir ja eigentlich mit Link schon gesehen. Also auch hier kann ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass was ist. Wenn jetzt hier eine Blume ist, dann bin ich einfach blind gewesen. Und hasse mein Leben. So. Okay, da ist auch nichts. Also, ich würde jetzt den kompletten Abschnitt hier außen, Stadt und diesen Teil als wirklich durchexerziert betrachten. Aus meiner Sicht ist hier nichts mehr. Schade, dass ich das mit Link vorhin nicht so hingekriegt habe. Aber gut. So, okay. Das hier ist ja auch nur ein Gang. So mehr, wie viel kann hier ja nicht versteckt sein in diesem Gang? Hier ist so eine kleine Nische, aber das haben wir auch gesehen, da war nichts weiter. So, aber ich würde mich jetzt hier am Wasser... Ich meine, es war direkt auf der Brücke einer. Ja, ich weiß. Und es war direkt da an der Wand einer. Eigentlich sind hier in dem Gebiet, also in dem Abschnitt, hier schon genug gewesen. Sodass es ein bisschen doof wäre, wenn da jetzt auch noch ein dritter wäre. Dann bin ich ganz ehrlich. Na, wir hatten, um das jetzt nochmal kurz zu demonstrieren... Wir hatten hier einen. Den hatten wir. Und da auf der Brücke hatten wir einen. Das war schon... Weiß ich nicht. Wenn jetzt hier noch ein dritter ist, in genau dem gleichen Bereich, das wäre irgendwie dumm. Ich kann es nicht anders bezeichnen, das wäre richtig dumm. Nicht schön designt, das glaube ich nicht. Ich finde schon die Brücke zu nah für den anderen. Da hätten sie den bei der Wand weglassen sollen und den hier halt stehen lassen. Na, weil so den haben wir ja. Okay. Da drüben haben wir eigentlich auch alles abgefrühstückt, bin ich der Meinung. Aber vielleicht waren wir hier nicht in der Ecke. Doch, in der Ecke war ich auch. Da bin ich da. Da war ich auch. Das weiß ich noch. Da war ich auch. Ja, ja, ja. Also, so groß ist ja dieser Bereich jetzt auch nicht, in dem ich hier rumlaufen kann. Und hier ist ja nachher noch der Schlusskampf. Hier sehe ich jetzt eigentlich auch nicht, diese Dinger. Sehe ich einfach nicht. Hey, wollte ich nicht. Nee. No way. No way. Und da ist noch zu, da komme ich jetzt noch nicht rein, oder? Ah, nee, da komme ich ja. Ah, das war das, wo ich schon mal gesagt habe. Das ist einfach nur so da. Da habe ich damals nichts gefunden.
Sollen wir uns das nochmal angucken? Gucken wir uns das halt nochmal an. Ich darf nicht verlieren. Aber hier geht's ja nicht weiter. So, es ist ja. Hier ist zwar ein Weg, aber den kann ich nicht gehen. Vielleicht war hier mal eine Truhe und die habe ich halt schon eingesammelt und deswegen sieht es jetzt hier so nutzlos aus. Aber effektiv ist hier einfach nichts. Wie gesagt, vielleicht war hier mal eine Truhe, so, das kann sein. Und die wird jetzt nicht mehr angezeigt, das wäre möglich. Also, sonst ist hier nichts. Das ist dieser Abschnitt hier. So, den haben wir doch jetzt auch ausführlichst genug exerziert, würde ich jetzt behaupten wollen. Also hier ist nichts. Nee, bin ich der Meinung, hier ist nichts. So, nächster Abschnitt. Über die Brücke. Ich meine, ich muss auch gucken, ob vielleicht irgendwo was zum Abschießen ist. So wie auf dem Feld. Und ich weiß nicht, ob ich hier schon genug geguckt hatte. Hier war ich, glaube ich, ein bisschen fix unterwegs. Ich glaube, hier war ich ein bisschen fix unterwegs. Ich bin mir nicht sicher. Na, hier gerade so diese ganzen Essensrestfelder da. Da könnte ich mir auch schon so eine Blume drin vorstellen. Hinfort! Jetzt machen wir erstmal Platz. So. Dass ich auch was sehe. Also hier war halt auch nichts. Das weiß ich noch. Ne? Also ich habe nichts gefunden, das meine ich damit. Aber ich bin der Meinung, ich habe hier nicht gut genug geguckt. Ich glaube, jetzt habe ich hier gut genug geguckt. Also ich sehe nichts. Nee. Ich sehe effektiv hier auch wieder nichts. Gut. Da kam ich her. Dann gehen wir noch hier an den Rand entlang. Aber das haben wir damals auch alles schon gemacht. Nee. Ich würde auch diesen Abschnitt jetzt hier für erkundet erklären. Hier irgendwelche Ballons in der Luft. Irgendwas. Nee. Okay. Nächster Bereich. Auch der ist nicht sehr groß. Und auch da bin ich, glaube ich, nicht ganz so exakt durchgelaufen. Aber weil er halt nicht so groß ist, so ist, hört er schon wieder auf. Ich sehe ja eigentlich alles. Eigentlich sehe ich hier ja alles. Weiß nicht. Eigentlich sehe ich hier ja alles. Das müsste mir eigentlich auffallen, wenn hier was wäre. Hier ist nichts. Okay, ich calle auch diesen Bereich für erkundet. So. Dann führt der nächste Weg. Erstmal kurz hier hin. Aber dann führt der nächste Weg wieder in dieses Dorf. Da habe ich auch das Gefühl, dass ich dadurch diese Felder und so weiter nicht richtig durchgelaufen bin. Keine Zurückhaltung! Oh nein!
So. Okay. Ach, halt die Klappe. So, hier waren wir eigentlich auch. Ja, das waren wir. Ich würde, wie gesagt, ich würde zu dem Dorf zurückgehen. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Dorf noch was ist. Wir kommen jetzt hier hin, ne? Ja, hier kommen wir Richtung Dorf. Das ist jetzt auch wieder nur so ein direkter Weg. Da habe ich eigentlich, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da was jetzt übersehen habe. Wobei wir im Dorfabschnitt ja sogar auch schon wieder zwei gefunden hatten, richtig? Ich glaube, da waren sogar zwei Stück. Eins auf dem Feld und eins an dieser Weggabelung. Oder so ähnlich. Schluss, hat sie gesagt. So. Na, hier war die eine. Das war die, wo ich gesagt habe, gut, dass ich zurück bin. Genau, die da nämlich. Das war der eine Krog, den ich noch gerade so gesehen hatte. Wo ich dann gesagt habe, das ist meine Nummer 6 und dann bin ich raus. Das war leider zu bald. Das war leider, leider zu bald. Aber soll hier in der Nähe gleich der nächste sein? Das wäre halt komisch. Es ist ja da einer gewesen und direkt auf dem Feld dann. Wobei, das Feld kommt jetzt nicht sofort. Das ist schon ein Stück bis zu dem Feld hin. Das meine ich halt. Guckt euch die Karte jetzt an. Guckt euch diese Karte an. Das sind wieder Millionen kleine Wege mit Zwischengassen. Ah. Habe ich da alles gesehen? Das ist halt die Frage. Es wäre halt so gut, jetzt das Ding zu finden, weil sonst suche ich hier gerade eine halbe Stunde schon wieder umsonst. Weil wenn ich es dann finde, dann habe ich zumindest nicht umsonst gesucht. Allerdings denke ich trotzdem, selbst wenn ich es jetzt nicht finde, dass ich einige Gebiete ziemlich sicher sagen kann, dass es da nicht ist. Und inwiefern, es ist genau in einem der Gebiete, was ich jetzt schon ausgeschlossen habe. Es ist, ich kann es halt nicht wissen. So ist es immer bei Suchmissionen, so ist das immer. Na, also da in der Mitte war der eine, der Ballon. Der war da in der Mitte. Hier außenrum bin ich aber auch schon Millionen Mal gegangen. Oh, ja, das war zu langsam. Schade. Und so nah beieinander kann ich mir es dann halt auch nicht vorstellen. Na, das ist das Ding. Kann die eigentlich damit auch schießen, so? Nee, das geht einfach nur irgendwo hin, okay. Aber wie gesagt, so nah beieinander kann ich es mir halt auch nicht vorstellen, dass die Krogs sind. Und es wären drei Stück hier im Dorf. Es ist möglich, aber es erscheint mir unlogisch. Unwahrscheinlich. Vielleicht das bessere Wort. Jetzt gehen wir es einmal ganz außenrum. Ja, da war ich auch. Da bin ich ja sogar runtergelaufen. Da war nichts. Na, hier bin ich ja sogar runtergelaufen.
Jetzt kann ich halt hier nur auch schon wieder... Ich finde das lustig, wie es einfach hell wird, wenn man so einen Baum erledigt. Ah! Nicht, was ich gesucht habe, aber hey. Das hätte jetzt halt auch ein Krog sein können. Leider war es keiner. Schade. Okay. Die Gasse haben wir jetzt gesehen. Ei. So, die Gasse haben wir jetzt auch gesehen. Na, hier auf dem Feld war der Krog mit dem Ballon. Jetzt wird es gleich wieder unübersichtlich. Wir bleiben erstmal am Rand. Ich weiß halt, dass hier in dem Dorfabschnitt habe ich noch keinen Krog gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass hier einer ist. Ich könnte es mir halt wirklich gut vorstellen. Wie gesagt, ich bleibe jetzt erstmal am Rand und laufe den kompletten Rand ab. Das haben wir alles gesehen hier. Ich erinnere mich, ja. Es ist ja gerade erst einen Part her. Sind wir schon wieder hier. Jetzt sind wir gleich raus. Hier oben war ich auch. Da war halt auch effektiv nichts, leider. Auch wenn ich mir hier durchaus was hätte vorstellen können. Aber hier war halt nichts. So. Jetzt sind wir hier raus. Jetzt würden wir hier rausgehen. Aber wir gehen natürlich nicht raus. Sondern wir gehen wieder rein. Und einmal vorsichtig auf dieses erste Feld hier. Und dann hier wieder raus. Und sind wir hier einmal außenrum, richtig? Ja. Jetzt haben wir das auch abgefrühstückt. Wir gehen jetzt einmal hier hoch. Auch nix. Da ist Party. War ich da schon? Ja, da habe ich gerade angefangen. Das hatte ich schon. Aber das meine ich, das ist hier so... Ich weiß nicht, wo ich schon war. Hier war ich auch schon. Ja, hier war ich auch schon. Okay. Okay.
die Soldaten nicht allein erledigen können. Mensch, die geht mir nicht auf den Keks. Ihr stört nur beim Suchen. Da oben kann man noch hoch. Ah, da war ich auch gerade. Das ist nur die andere Seite von dem, ne? Ja. Also dann haben wir diesen Abschnitt des Dorfes doch jetzt auch ausführlichst. Also wirklich ausführlichst durchgesucht. Ah. Oh, hier ist noch eine Kiste. Ah, dieser Tisch geht diesmal nicht kaputt. Schade. Ich meine, ich gehe jetzt auch gleich nochmal aufs Feld, aber dass jetzt noch auf dem Feld ein zweiter Kock ist, das wäre halt... Also das wäre komplett mies. Da war ja schon der eine. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass hier noch ein zweiter ist. Und hier war ja irgendwo einer zum Abschießen. Den sieht man schon gar nicht mehr. Da steht er rum. Kannst du mir helfen und sagen, wo deine Kumpels sind? I guess not. Ja, also ich würde das Dorf jetzt hiermit auch als unerkundet erklären. Aber das ist kacke, weil... Was habe ich jetzt noch nicht erkundet? Es bleibt eigentlich wieder nur dieses scheiß riesige große Feld. Ich habe doch jetzt hier alles durchgeguckt wieder. Ich habe doch jetzt hier alles wieder durchgeguckt. Na? Wenn wir mal ehrlich sind. Ich habe doch jetzt alles durchgeguckt. Bleibt nur das große Feld. Ich weiß nicht. Ich seh nichts anderes. Ich meine, hier hätte ich jetzt alles gesehen. Ich weiß es aber nicht sicher. War ich hier drin? Ja, war ich. Ich muss es tun. Ha. Ich darf nicht verlieren, wir waren siegreich. War ich bei dem da drüben schon? Da sind zwei so Steine eingezeichnet. Ich geh mal dahin. Ich meine, die müsste ich auch schon gesehen haben. Also, wenn wir bei 1,5 Stunden sind, dann werde ich einfach kurz nachschauen und den letzten Krog über den Guide holen. Ganz ehrlich. Wo sind wir denn gerade? Oh, fuck my life. Nee! Kein Kommentar. Prinzessin, ich breche auf. Ich wollte Link spielen. Ich werde es versuchen. Ach so, wenn ich Mifa gewählt habe, kann ich nur Zelda spielen danach. Okay. Aber das ist doch...
Ist doch Wahnsinn mit den Crocs. Holy moly. Doch, das ist fantastisch. So, kommt mal her, ihr zwei. Kommt mal her. Wir machen jetzt mal ein Spiel. Seid ihr hier? Nicht nur du. Hallo, komm mal her. Komm, put. Hier ist der die Mifa. Dankeschön. So. Du Held, ey. Wir waren siegreich. Ach komm, geh mir nicht auf den Keks. Lol. Hat ja auch keiner verdankt. Hau ihm doch einfach aufs Maul. So, Abflug. Ey, ich habe echt nochmal eine halbe Stunde gesucht, aber mein Gott. Gut. Ich habe ja gesagt, wer es nicht sehen will, soll weggucken. Oder war es eine Dreiviertelstunde? Ich glaube, es war eine Dreiviertelstunde. Oh. Aber man muss halt auch sagen, das war mit eines der Felder, so das größte, wo so viel Freifläche ist. Zum Beispiel die Darok-Mission, wo zwar auch ein Croc fehlt, aber da ist nicht viel Freifläche. Da hast du einen relativ... Oha. Ja, moin. Da hast du einen relativ... Wie viel muss... Oh Gott, ja Gott, hey, scheiß doch drauf. So. Da hast du eine relativ große Fläche. Hast eine relativ kleine Fläche, nur viele Gänge. Okay. Boah, was eine Nummer. Was eine Nummer, ey. Wahnsinn. Gut, dann nächstes Mal weitere Dinge. Ich meine, es war jetzt ja trotzdem ein normaler Part. Ich habe ja nur dieses Suchreiz am Schluss gemacht. Das Problem ist, das ist eine riesige Datei jetzt wieder geworden. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.